bla bla bla. Meine Kurse findest du auf liebeschiptoe.de. Macht ihr auch, gucken ihr die Videos. Wirklich wenig Monetas. Viele Erkenntnisse, ganz bestimmt. 97% Weiterempfehlungsquote, sage ich mal gern. Und ja, wir haben eine Nachricht von der Tavlevskola. Und ja, es geht so das darum, ich fühle mich so zu liebessüchtig, zu co-abhängig, schwierige Beziehungssituation, und dann schauen wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Ne? Lieber Christian, ich habe bereits zwei deiner Bücher gelesen und viele deiner Videos geschaut. Ich schätze deine Arbeit sehr. Nun zu meiner Situation. Ich bin seit vielen, vielen Jahren mit meinem Ehemann zusammen und seit ebenfalls vielen Jahren verheiratet. Wir haben zwei Kinder. Unsere Partnerschaft ist leider von Anfang an geprägt durch sehr toxische Episoden. Wir haben beide unsere Verlustthemen und meine Kindheit lasse ich mal aus. Ja, schwierige Kindheit. Befassen wir uns ja nicht so in, nehmen wir als gegeben hin und befassen uns da nicht so viel mit. Mein Mann hat zudem Symptome aus dem ADS-Kreis und legt teilweise extrem narzisstisches Verhalten an den Tag. Ja, ist auch spannende Frage. Da weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob das da eigentlich Zusammenhänge gibt zwischen ADS. Also ich weiß, dass es zwischen ADS und Borderline, da gibt es Komorbiditäten, aber ADS und Narzissmus müsste ja eigentlich auch irgendwie, ne? Hier, ADHS bleibt selten allein, okay. Bei mehr als 80% liegt eine Komorbidität vor. Steht jetzt aber nichts von Narzissmus. Naja, könnt ihr ja selber mal googeln. Will das Video jetzt hier nicht unterbrechen. Da steht es, ADS und narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ja, egal. Lassen wir es einfach mal dabei. Wer da jetzt gerade so im Thema ist, kann ja gerne was dazu schreiben hier. Genau, dann machen wir weiter. Am Anfang unserer Beziehung haben wir täglich zusammen bestimmte Droge konsumiert und alles war sehr intensiv. Ja, ich meine, ich kann nur immer wieder sagen, das ist Teil des Lebens, ne? Und ich sehe immer mehr, dass es zwei, vielleicht kann ich auch nochmal anteasern hier, wir machen hier ein ganz neues Kursprogramm. Ich kann das schon mal wirklich sehr euch empfehlen, meinen Glückskurs, der wird ja am 1. Januar rauskommen. Müsst ihr oben auf Mentalheld-Kurse mal klicken. Das sind diese neuen Kurse, die ich machen werde. Ein Glückskurs, wo es viel darum geht. Also wir haben jetzt hier auch wieder dieses Thema. Du kannst so setzen auf Dopamin, kurzfristiger Yay, wegdrücken von schwierigen Sachen, weil so bestimmte, aber das werde ich in meinem Kurs drauf eingehen. Also es ist wirklich, würde eigentlich schon super zu passen, die Mail hier. Ich verlinke den Glückskurs hier auch nochmal runter. Du kannst so auf diese kurzfristigen Sachen setzen und auch diese inneren Stimmen, die einen so nerven, wegdrücken durch Drogen. Und man sieht auch, denke ich, bei euch beiden eine gewisse Bereitschaft dazu. Wie gesagt, ich habe zwar nie Drogen genommen, aber ich verstehe diese Bereitschaft dazu, dieses ja, Achterbahn, geil. Also ich sehe auch immer viel mehr auf einer ganz pragmatischen, ich meine das jetzt gar nicht spirituell, auf einer ganz pragmatischen Weise, dass wir manifestieren uns wirklich unser Leben, zumindest als Erwachsene, ne? Als Kinder weiß ich jetzt nicht, aber als Erwachsene, wir treffen bestimmte Wahlen und rufen damit auch nach draußen, und zum Beispiel rufen wir vielleicht hier, ja, ich will Achterbahn, Action, und dann kriegst du es geliefert. Du kriegst es geliefert, bis du irgendwann merkst, das ist jetzt aber, passt nicht mehr, und ja, dann will man vielleicht was anderes, aber dann vielleicht will man doch noch nichts anderes, und naja. Irgendwann habe ich diese Problematik für mich überwunden, aber bei meinem Partner kam zusätzlich noch weitere Drogensucht dazu. Ich meine, das sage ich ja immer wieder, wenn Leute in Paartherapie kamen, wo einer ein Sucht oder beide ein Suchtproblem haben, sage ich immer, Leute, da kommen wir jetzt hier nicht weiter, da müsst ihr woanders hin, müsst ihr erstmal, es gibt ja auch Drogenberatungsstellen, die auch gleichzeitig Paartherapie machen, er sagt, das muss mit bearbeitet werden, man kommt nicht weiter, ne? So, ne?
Das hat viele Jahre zu vielen Problemen und Streitereien geführt. Man, wer hätte das gedacht? Jedenfalls ist es wie eine Achterbahnfahrt, in der ich permanent gehofft habe und helfen wollte, aber auch raus wollte und noch leider nicht geschafft habe. Aber genau diese Achterbahn ist selber wie eine Droge. Ja, walzt alles nieder, was da so an feineren, auch negativen Emotionen ist, wie Langeweile, ich weiß nicht was. Oder Themen, die man eigentlich bearbeiten sollte, will man aber nicht. Also das, ja, es ist dieses Achterbahn, ja, wir finden das auch irgendwie geil als Menschen, ne? Ich meine, warum gucken wir diesen Scheiß auch immer im Fernsehen? Aber es ist eine Entscheidung zu sagen, da mache ich jetzt weiter mit oder ich lasse es, ne? Aber was ich immer wieder sagen kann, es gibt da tatsächlich zumindest als Erwachsene, also man kommt nicht, solange nicht direkter Zwang irgendwo eingesetzt wird, also bei normalen Paaren, sage ich mal, es ist kein Zufall, man wählt wirklich mit, ne? Deswegen ist dieses ganze Opferdenken ist so sinnlos, ne? Das ist, du wählst es mit deiner Haltung, ziehst du einen Partner an und erlebst dann Sachen, ja, wo ihr auf eine Art beide zu Ja gesagt habt. Ich weiß, es ist hart zu schlucken, ne? Und man sagt dann, also natürlich jetzt nicht zu jeder einzelnen Sache, die dann passiert, ne? Das vielleicht jetzt nicht, aber zu diesem Ja, ich will diesen Partner daten, ne? Weil der ist Achterbahn, so, ne? Auch wenn man das natürlich nicht so bewusst hat, aber irgendwie schon, ne? Hat sich immer wieder entschuldigt, im Besseren gelobt. Ja, das machen halt Suchtkranke. Ja, vor 2 Jahren hat er diese Problematik durch ADS-Medikamente endlich überwunden. Okay. Bin da jetzt auch gar nicht so drin, was ich da so medikamentenmäßig eigentlich, ich habe da früher viel ADS-Diagnostik gemacht, wie da eigentlich der Stand ist mit Medikamenten. Früher war das ja Off-Label-Use von so Kindermedikamenten, aber ich glaube, es gibt jetzt auch schon, also wenn da jemand gerade so drin ist im Thema, schreibt gern rein, ob was Erwachsene eigentlich für Medikamente kriegen, gerade würde mich auch mal interessieren, wenn sie nicht was anderes machen, angepasste Psychotherapie oder so. Unsere Beziehung wurde friedlicher und normaler denn je, habe mich sicherer als jemals zuvor gefühlt. Ja, jetzt könnte man ja denken, jetzt reitet man zusammen auf den Pferden in Sonnenuntergang, aber so ist es halt nicht. Dann ist nämlich die Ablenkung weg. Und was machen wir denn jetzt? Also dieses Problem ist dann immer noch nicht angegangen, scheinbar, ne? Das ist ja immer, was man denkt. Ja, wenn dann alles durch ist, dann ist alles fein. Dann ist alles gut. Und jetzt könnte ich mal wieder das Video stoppen und raten, was jetzt passiert. Das ist wirklich. Wie das Drehbuch ist leider immer gleich. Ich kann nichts machen, Leute. Es tut mir wirklich leid. Also, er hat eine andere Frau kennengelernt. Wollen wir denn da womöglich wieder Drama haben? Wer hätte das gedacht? Also, das ist halt auch, wie gesagt, habe jetzt nicht gehört, dass er hier wirklich eine Drogentherapie gemacht hat oder eine Therapie. Ja, dann ist vielleicht die Sucht weg, aber das so bestimmte Verhaltensweisen oder Charakterzüge, die sind natürlich nicht adressiert, ne? So, jetzt muss wieder woanders Drama gesucht werden, ne? Was will man dazu sagen? Ja, ich meine, er könnte ja jetzt auch, weiß ich nicht, Tiefseetauchen machen oder Fallschirmspringen, aber nein, es ist auch eine Wahl, die auch DR trifft, ne? Nein, es muss natürlich wieder Fremdgehen, Affäre, es ist immer der gleiche Scheiß, wirklich. So, hat er eine andere Frau kennengelernt, sie auch ein Arbeitsverhältnis mit ihr eingegangen und sich von mir getrennt und mich mit ihr betrogen. Er hat mir nach vielen Jahren per Text Schluss gemacht, als ich mit den Kindern meiner Familie in Urlaub war. 2 Wochen, nachdem wir zurück waren und einige gemeinsame Zeit verbracht hatten, fiel ihm auf, dass er doch zurück... Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich das gehabt habe in Paartherapie. Ich meine, das ist alles... Was soll man dazu sagen? Das ist alles menschlich. Ne? Man, ja, jetzt Midlife-Crisis oder hier ist, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, genau, Midlife-Crisis sein, Drama, und dann stellt man fest, oh, Mutti zu Hause wäscht ja gar nicht mehr die Socken und brät mir mein Schnitzel nicht mehr und scheiße, ne, ist ja gar nicht so cool und ja, schnelle Nummer, befriedige ich leider auch nur für 5 Minuten und ja, und dann wieder irgendwie wieder zurück nach Hause, nur dann geht es halt häufig wieder so los. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Aber dann ist halt häufig wieder, ach nee, es ist doch wieder zu langweilig zu Hause. Und dann ist man in so einer, sagen wir mal, On-Off-Schleife. Und die Ehe geht immer mehr vor die Hunde.
Aber gut, ist wie es ist. Wir haben uns zum Reden getroffen, hatten Bettsport und dann war wieder zu Hause. Ja, also da sollte man spätestens Paartherapie machen, wirklich. Ja. Er hat gesagt, er bereut es, liebt mich und will zu uns zurück. Gut, was wir jetzt von Worten halten können, das wissen wir hier auf dem Kanal. Taten müssen dann sprechen. Ja. Sie arbeitet aber nach wie vor für ihn und er möchte auch mit ihr befreundet bleiben. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas kann man sich nicht ausdenken irgendwie. Ich möchte mit ihr befreundet bleiben und natürlich würde ich auch gern ab und zu mal so auf Freundesbasis bei ihr übernachten. Ist doch nichts dabei, stell dich mal nicht so an. Ne? Meine Güte nochmal. Ne? Aber das Witzige ist auch das, ich meine, das ist an sich schon völlig absurd, aber auch das wird nicht reichen, weil auch die wird ja irgendwann langweilig werden. Was macht er denn dann irgendwie, ne? Ja, aber es geht gar nicht. Also da muss man, also es, wie gesagt, es ist alles menschlich und man, es kann ja mal irgendwie zu Fremdgehen kommen und so, aber da muss man als Partner wirklich die Füße im Boden rahmen und muss sagen, räum die Scheiße auf und natürlich muss sie verschwinden aus deinem Leben. Da müsst ihr eure Füße im Boden rahmen, weil sonst lernt der Mann, ja, ich kann mir das leisten und es passiert eigentlich gar nichts. Ich kann auch schön weiter flirten. Ich kann jetzt sagen, das wissen wir jetzt nicht, ob er jetzt treu ist oder nicht, ich würde da keine 5 Sekunden lang, also ich glaube einfach an sowas nicht mehr, also sorry, wenn da keine Taten folgen. Ich würde denken, ja, natürlich vögeln die weiter. Ja, aber egal, selbst wenn er das nicht macht, ne, so ist gar nichts passiert, du hast dich noch ein bisschen aufgeregt, kann weiter mit ihr flirten jeden Tag, du kannst nicht schlafen, weil du nicht weißt, was passiert. Ja, und er hat eigentlich keinen Preis gezahlt dafür, sag ich mal, ne, und das ist nicht gut, ne. Da muss man wirklich, ich erinnere mich an Situationen, wo, finde ich zu Recht, ja, auch Frauen oder Männer, ist ja auch egal, aber ich glaube, es waren Frauen gefordert haben, dass da eine Person rausfliegt. Und manchmal kostet das richtig Geld. Und dann gesagt, nee, ist mir scheißegal, ist scheißegal, wie viel das kostet. Das ist jetzt hier wahrscheinlich nicht der Fall, wenn er jetzt, weiß ich nicht, unter 5 Angestellte hat, aber wie soll das denn gehen? Also. Weil sie ihm sehr geholfen hat. Ja, wobei wollen wir jetzt. Ach Gott, ey, es ist einfach. Oh mein Gott, ey. Mir geht's total schlecht damit. Ja, wer hätte das gedacht? Ich kann seit Monaten kaum schlafen, essen oder für die Kinder da sein. Ja, das ist dann die Hinweise, dass man liebessüchtig ist, ne? Ich schaffe es auch nicht, mich endgültig zu trennen, da ich so liebessüchtig und co-abhängig bin, ja. Was soll ich nur machen? Er hat sich in der Vergangenheit bereits öfter getrennt und mir dann vorgeworfen, ich wäre so aggressiv, unberechenbar und böse. Aber er ist jetzt nicht, was jetzt nicht immer böse ist, aber unberechenbar ist er jetzt nicht oder was? Also hört sich, könnte vielleicht eventuell Projektion sein, ich weiß es nicht. Ist dann aber immer wieder zurückgekommen. Als jetzt, ach so, hat sich in der Vergangenheit schon öfter getrennt. Ah ja, ja, on off ist für den Arsch, sage ich ja immer wieder. Aber das Schlimme ist, je öfter man jemanden zurücknimmt, umso mehr wird man selber so, also ihr habt multiple Suchtthemen ja eigentlich, teilweise bearbeitet, teilweise nicht. weiß nicht, also natürlich, ja, wir gucken gleich mal, was für Optionen du jetzt hast, ne? Als die jetzige Affäre aufgeflogen ist, hat er zudem auf Nachfragen zugegeben, dass er mich bereits in der Schwangerschaft betrogen hat. Tada! Nulalala, netter Typ. Er sagt nun, er möchte mit mir in einer monogamen Beziehung leben. Klar, das hat er ja bisher schon richtig bewiesen, ne? Und mit der anderen nur befreundet sein. Ja, ich möchte gern vegane Pizza essen, aber mit einem Schnitzel drauf, ne? Ja, ist doch völlig normal, ne? Ja, wie soll ich ihm da vertrauen? Ja, das kann ich auch nicht sagen. Mein größter Wunsch war immer eine Familie und beständige Partnerschaft zu haben. Ja gut, ich meine, wer wünscht sich das nicht? Aber es werden einem eben nicht alle Wünsche erfüllt. Und meiner Ansicht nach, also es ist nur meine Meinung, sollte Selbstliebe immer über irgendwelche solche Ideen geben von, ich muss jetzt unbedingt hier die Ehe erhalten. Also Selbstliebe sollte immer on top stehen. Letzten Endes musst du wissen, man muss immer überlegen, man kann natürlich jetzt sagen, macht eine Paartherapie nur, also kann man machen. Ist auch, ich will das auch, ich kann jetzt aus so einer E-Mail jetzt auch nicht so hundertprozentig rausziehen, aber kann man natürlich überlegen, nur ich weiß nicht, wie man jemand, es gibt halt einmal Fremdgehen und es gibt chronisches Fremdgehen. Für mich hört es jetzt hier nach chronisches Fremdgehen und meiner Ansicht nach
ist das extrem selten, dass Menschen chronisches Fremdgehen in den Griff kriegen, weil da ist einfach so eine Gewohnheit da, vielleicht auch eine charakterliche Prägung. Und das kriegst du dann oft nicht raus, so, ne? Und da kannst du, aber gut, das wäre eine Möglichkeit. Dann kannst du natürlich, ich meine, was die Beziehungsseite angeht, genau, kannst du natürlich mal wenn du in die Kurse reingucken, sind ja für sowas gemacht. Und wenn man da letztlich nicht weiter, also wenn es dir schlecht geht und so, wenn vor allen Dingen, wenn man jetzt so konkrete Themen hat, dann sollte man sich natürlich vor Ort auch mal Unterstützung suchen. Ja, ob das jetzt Beratungsstelle, Psychotherapie ist, auch nicht auch mal ewig Arzt, notfalls Telefonseelsorge oder was weiß ich. Obwohl, ja gut, das ist ja auch immer so kurzfristig, aber ja, kann man sich ja zusätzlich Unterstützung holen. Man muss sich, also ich verstehe, dass dieses Problem haben natürlich viele. Das ist ja genau, warum man so drin bleibt. Ne? Man weiß eigentlich, dass es Mist, was hier läuft, dass es richtig Mist. Aber ich bin so liebessüchtig. Ja, das ist genau das Problem. Und das ist natürlich auch eine Illusion, die deine liebessüchtige Stimme dir da vorgaukelt. Du könntest nicht gehen. Ja, du kannst es. Ne? Das ist so genauso wie bei anderen Sachen, so, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, und dann geht's doch, wenn's muss, irgendwie so, können wir es doch. Aber letztlich musst du es natürlich wissen. Aber das ist leider so häufig der Ablauf in diesen Sachen, dass man immer wieder sagt, nee, ich kann's nicht, dann wird's noch schlimmer. Dann sagt man wieder, ich kann's nicht, es wird noch schlimmer, ich kann's nicht. Und irgendwann levelt sich das aus, irgendwann ist der, wie man das nennen soll, die Grenzüberschritte oder meinetwegen auch die es angelogen werden oder manchmal auch der Missbrauch ist irgendwann so groß, also emotionaler Missbrauch, dass sozusagen selbst diese riesige Angst vor Trennung irgendwann überwogen wird von diesem, von dieser wirklich Unlebbarkeit der Beziehung, so, ne? Und, aber je früher mal da eine Abbiegung kriegt und sich mal überlegt, ist das jetzt wirklich so schlimm, weil die einzige Alternative zu einer Trennung sehe ich eigentlich nur hier, also ist jetzt nur meine persönliche Meinung, diese Grenzen durchzusetzen und zu sagen, nee, du siehst diese Frau nie wieder, ne? Also kannst dich auf den Kopf stellen. Nur letzten Endes, wenn man so harte Grenzen setzt, was glaube ich absolut notwendig ist, so dass wenn man sagt, ich will das trotzdem erhalten jetzt, dann sind diese Grenzen nur hart, wenn der andere spürt, das wird auch umgesetzt. Also man kommt um diese Sache, dass man Trennungskompetenz entwickeln muss, kommst du nicht herum, ne? Ja. So ist es. Ja, vielleicht könnt ihr in den Kommentaren ja noch ein paar aufmunternde Sachen sagen und wir sehen uns wohl wieder.